Finale im Damen-Einzel. Trainer des österreichischen Tischtennisverbandes, zuständig für die Damen. Ja, und das ist das Spiel, was wir erwarten von Sofia Polkanova mit ihrer, die beiden trotz ihres Alters erst dreimal international aufeinander getroffen sind beim Europe Top 16. Da hat Mittelham sie geschlagen und das war, hat Nina Mittelham die Chance dazu. Aufnehmen. 3 Punkte Abstand. Im großen Spiel. Ah, super. Erste Klasse Rückhand. Ein einfacher Vorhand für an der Box ist und jeden Ballwechsel direkt kommentiert. Ja. Nina Mittelham aufmuntert. Schneller Aufschlag auf den Körper. Ach, schade. Sehr gut vorbereitet. Super Aufschlag. Ganz klasse Platz. Aufschlag, Treffpunkt da. In der Mitte des Tisches hat. Ah, jetzt sind es. Und wieder die Vorhand im Aus. Und die Fehler sind die Folge. Ach, aber das ist eine Chance jetzt vergeben. Ah, Glück mit der Netzberührung. Erster Satz. Oh, schade. Hat sie probiert, Polkanova zu überraschen. Super reagiert. Na, Platz. Wir haben ein bisschen unter Druck. Na, der tut weh für Polkanova. Ist sie noch nicht richtig drin im Spiel. Und genau so eine Vorhand muss dann. Wieder. Gute Platzierung von Polkanova. Genauso gespielt, dass der. Ach, Tamara Borosch. Läuft da jetzt auch natürlich nervös auf und ab. Ob sie da noch mal weitermacht, doch. Ja, also, Arm wird ausgeschüttet. Ja, traut sich nicht, da richtig dran zu gehen. Auch an diesen Ball wieder. Ja, Rhythmus ist natürlich jetzt weg. Aber klar, sie wird es probieren, natürlich zu Ende zu spielen. Auch wenn das dann vielleicht hier 0-4 ausgeht. Es ist so ein wichtiges Spiel. Sie präsentiert sich hier einem großen Publikum. Aber nee, sie schüttelt den Kopf. Da kommt nichts. So schade. Ach, ist das schade. Ich glaube, sie gibt auf. Ist das schade? Ach Mann, das kann doch nicht wahr sein. Unter Tränen muss Nina Mittelham hier dieses Finale aufgeben. Ist das schade? Und die Zuschauer stehen alle auf. Standing Ovations für ein fantastisches Turnier natürlich, aber das kann doch nicht wahr sein, dass sie hier nach 0-2 Rückstand mit einer Schulterverletzung aufgeben muss.